Zermatt zusammen, students.ch TV ist Fear and Loathing am Zermatt Unplugged Festival. Diese Woche im Update haben wir für euch einen Szenetipp aus Luzern und Dummy Rockers One Republic im Interview. Bango! Na, 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 come on! In Zermatt, da fährt man Elektroauto mit Style. Blam! Um Style geht es auch im nächsten Beitrag von der Nives. Sie ist für uns auf Basel. Geht die brandneue Metro Boutique auschecken. Schaut euch an, was es dort gibt. Und wir fahren weiter los. Tüdüt! Beitrag sind wir jetzt auf students.ch/TV. Und wenn man so macht in Zermatt, da geht man ab und zu ein gut Rico. Und um eins trinken geht es jetzt auch in unserem Szenetipp. Jackie und Laura haben für heute Bar 59 ausgecheckt in Luzern. Der Lime. Und was machst du? Rapmusik. Aha. Prominenz da in der Bar 59. Warum kommst du da hin? Wegen dir. Love me tender, love me sweet. Zermatt geht man gerne ein bisschen länger Eis gut trinken. Dafür steht man dann auch ein bisschen früher auf. Gestern Abend mit One Republic am Unplugged Festival. Ich habe es getroffen in ihrem Hotelzimmer. Dance music is so popular right now, it's insane. Like, and we're not a dance, we're not a dance group. So we thought about, what if we'd made an album and the entire album we did versions, dance versions of every song. Just the only reason would be to connect with. We're not a band that goes and plays clubs. That's not us. But we don't. That's 75% of the world. That we don't want to lose. So to us, it's like if we can connect with that audience too and have them come to it. It's all about getting people to the show. So if we can connect with that audience, I would be open to doing that, doing remixes of every song. Marco, ich sag dir noch dreimal zwei Spiegelei und zweimal Rührei. Also fünf Personen von dir. Jawohl, das ganze Interview mit One Republic sind wir jetzt auf students.ch/TV. Morgen zusammen, Zermatt geht an die Substanz und nächste Woche ist Gabi wieder für euch da.